Die Spanier haben echt viel Mist dagelassen. Ja, viel Mist haben die Spanier dagelassen. Und damit ein herzliches Willkommen zu Uncharted. Und wir ballern uns mal den Weg frei. Das ist echt tief. Ja, das ist kein Witz, oder? Ziemlich tief aus. Ich kann da gar nicht bis zum Boden gucken, oder? Alter Schwede. Gut, dass die Inkas und Mayas und wer auch immer das hier gebaut hat, immer explosive Fässer neben ihren Säulen dahin gestellt haben, damit man sich auch eine Brücke freischießen kann. Was haben wir denn hier? Das ist ja praktisch. Boah, komm, zieh! Nathan, zieh! Oh, und nun? Hier, lass mich mal. Ach, und du bist stärker, oder wie? Dann versuch mal dein Glück, Sally. Komm, zeig mal, was du drauf hast. Schnell, den Wagen davor schieben. Ich halte sie auf. Versuchst du, sie von innen zu blockieren? Ja, ich bin dabei, aber der Wagen... ist ein Räder, sich nicht drehen. Ah, jetzt drehen okay, sich die Räder. Okay, lass los. Das müsste halten. Mach schnell, Sally! Alter, Sally, Sally, Sally. Das war mir etwas zu knapp. So. Hoffentlich gibt's hier eine Hintertür, was? Hier gibt es... Moment, das kenne ich doch. Ich glaube, das kenne ich aus Drakes Tagebuch. Diese Lampe da? Dann schauen wir doch mal. Ja, hier. Das Ding scheint eine Art Lampe oder Leuchter zu sein. Versuch mal, es anzuzünden. Da hast du so oft über die Zigarre gemotzt und jetzt nutzt sie. Was? Die gute Zigarre, Sally. Lass dich doch nicht hier aus der Ruhe bringen. So, mach mal ein bisschen hell hier. Alter, so eine will ich aber auch daheim. So. Jetzt räumen wir uns mal das Zeug hier aus dem Weg. Cool. Schön. Weiter geht's, und weiter jetzt. Geht's. Nee. Das konnte ich vor 30 Jahren. Oh, da hoch musst du. Boah. Dinger sind ja nicht so stabil. Hoch und runter und... und. Hui! Wie ein Tarzan, der Gute. Sehr schön. Wow. Komm runter, du alter Gauner. Weiter geht's. Mit diesem wunderschönen, schmucken Tempel. Da ist noch so eine Lampe. Ah, der ist unterwegs. Alles klar. So, was haben wir mit dieser Lampe? Anzünden, bitte. Hey! Oh oh. Was sie für ausgeklügelte Mechanismen, die hier immer eingebaut haben müssen. Da macht man Feuer an und auf einmal geht eine Tür nach oben und... schon krass. Was haben wir denn hier? Hier hängen Lampen. Willst du irgendwas anzünden oder so? Nein. Oh oh. Der hat aber ein langes Nickerchen gemacht. Ach ey. Ich weiß nicht was. Ja, ich weiß auch nicht was. Was haben wir denn hier? Da hinten kann ich doch bestimmt langklettern, oder? Das sieht mir so nach Kletterspaß aus. Upsa. Was macht man da denn? Oh! Halt, die Zeichen kenne ich doch. Welche Zeichen? Was haben wir denn da? Wir gucken mal ins Buch. Die Ordnung dieser Zeichen trägt Bedeutung. 1, 2, 3, 4. Okay, also, okay. Die Ordnung dieser Zeichen trägt Bedeutung. Jetzt muss ich alle drücken. Da hinten ist das Gesicht drauf, da ist ein Löwe drauf, da ist der Vogel drauf. Muss ich jetzt... also das da hinten war die 1. Das hier ist die 1. Okay. Hey, da passiert was. Was denn, was denn, was denn? Ah, da geht eine Säule hoch. So, die 2. Lass mich nochmal ins Buch schauen. Die 2 ist der Vogel, der da hinten hängt, glaube ich. So, wir müssen zum Vogel gelangen, auf die andere Seite. Das ist das Grimmel-Dings. So, da hinten ist was anderes. Aber das hier müsste doch der Vogel sein. Das ist doch der Vogel. Oder was auch immer das sein soll. Sieht für mich aus wie ein Vogel.
Scheint auch zu funktionieren. So, was ist die 3? Die 3 ist das andere Ding und das 4 ist das... das Grimms-Dingsbums. Das ist die 4, dann ist das da hinten die 3. Oh, da muss ich mich jetzt einmal um die Ecke... oh, bewegen. Und drücken. Also bei jedem Schalter kommt eine Säule. Wofür auch immer die Säulen gut sind, das... oh, das werden wir gleich noch rausfinden. Ich schätze mal, irgendwas wird dann hier mit diesem Boden da passieren. Aber wir werden es gleich sehen. Kriegen wir schon gut hingebogen hier. So, kann ich hier klettern? Ja, ich muss nach oben springen. Oh. Gut, dass der Junge viel Assassin's Creed gespielt hat. So, jetzt den Grimme-Kopf drücken. Und dann bin ich gespannt, was passiert. Und? Nichts? Doch? Alter Schwede. Das ist ganz schön tief. Ach, da gibt's auch eine Leiter. Sehr schön. Ganz schön tief. Ja, anscheinend sind da an der Seite Stufen. Warte mal, ich seh's mir an. Und tschüss. Ist gut. Sei vorsichtig. Nein! Scheiße. Ich dachte, ich probier's mal. Ja, na gut. Dann an der Seite sind Stufen, hat er gesagt. Wo sind denn die Stufen? Stufen. Da hinten sind sie. Hier sind Stufen. So. Alles klar. Hey. Nein! Oh! Nein! Aus der Höhe stirbt man doch noch nicht, oder? Nein! Oh nein! Oh nein! Oh Nathan, Alter, ich würde mich doch nur da dranhängen. Ja. Was soll ich tun? Geh doch auf die Stufen. Ich kann nicht auf die Stufen gehen. Ah, jetzt. Nein. Ah, es hat funktioniert. Wunderbar. Es geht. So, jetzt hier nach links. Oh, schnell weg. Alter, pass auf. Was ist das? Kann man das schieben? Nun? Ach cool, der macht den Mund auf und bewegt die Ketten. Ah. Okay, das bringt was. Ja, die Höhle wird geflutet. Gibt's hier noch irgendwas zu sehen? Sieht nicht so aus. Okay. So, da kam jetzt ein bisschen Wasser raus, hat ein bisschen die Höhle geflutet. Sag nicht, du gehst da drin schwimmen. Es gibt Schlimmeres. Sishi! Ah, jetzt haben wir auch schönes Wasser hier. Na gut, dann darüber. Der schwimmt ein bisschen merkwürdig. Aber okay. Jetzt bin ich nass. Hä? Silbernes Lama. Ja, nehme ich doch. Wahrscheinlich habe ich schon 300 Schätze verpasst. Oh, macht aber nichts. Komm, hoch mit dir. Und nochmal hoch und nochmal hoch und zur Seite. Huah. Ach herrje. So, da hängt eine Liane, da kann ich mich hochschlängeln. Ups. Oh, da sind wieder Fässer. Damit kann man was Schönes in die Luft jagen. Geschafft! Ich bin jetzt drüben! Kommst du dir auf? Ja, Sichi! Komm, Sally, weiter geht's! Nicht schlecht. Danke. Ah, hier müssen wir wieder kurbeln. Ich nehme den hier. Okay. Hopsa. Was für geile Türen. So eine will ich auch daheim haben. Ah, sieht sicher aus. Ja, sehr sicher. Quietscht auch kaum und bewegt sich auch kaum. Oh, oh. Hey, komm da raus. Ah, willst du mich verarschen? Spring! Oh Gott! Darüber! Puh. Lauf! Spring! Alter. Ich hab's geschafft!
Nichts passiert! Alter. Du bist verrückt, du bist echt verrückt. Komm, weiter geht's. Jetzt sieht es aus, als hätten wir endlich Glück. Das will ich danach auch hoffen. Ja, kannst du aber von ausgehen. Wie von Taschengeld. Über diese Totenköpfe. Muss schon sehr, sehr alt sein, der Kram hier. Aber andererseits, wieso hat das noch niemand gefunden? Oh, Wahnsinn. Sie haben den Tempel drumherum gebaut. Und um was? Eine Statue. Eine Goldstatue. Eine Riesengoldstatue. Schau mal hier, diese Menschen da. Die huldigen dem Ding. Wenn das überhaupt Menschen sind. Na klar. El Dorado, der goldene Mann. Sully, es war keine Stadt aus Gold. Es war das hier. Es war ein Götze aus Gold. Mann, kannst du dir vorstellen, was das Ding heute wert wäre? Schau mal hier, Spuren. Die Spanier haben sie auf Stämmen weggeschleift. Und wir sind leider 400 Jahre zu spät. Und gehen leer aus. Ja, sieht so aus. Verdammter Mist! Außer... Außer was? Wir folgen der Spur. Scheiße. Na gut. Die Spanier sind uns ein bisschen zuvor gekommen. Ah, ganz knapp haben wir die nur verpasst. Jetzt schaue ich mal, wo sie die Statue hingebracht haben. So eine goldene Statue wäre schon geil, wenn wir die hätten, oder? Ah, hier hören sie auf. Ja, sieht aus, als wäre die Rückwand des Tempels weggesprengt worden. Ja. Die Spanier haben beim Schatztransport eine Abkürzung gebaut. Klasse. Und jetzt? Ja, keine Ahnung, Mister. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Hier kann ich auf jeden Fall nicht hoch. Versuchen wir es mal hier drüber. Hüpf. Hoch mit dir. Hüpf. Hier muss es doch irgendwelche Hinweise geben. Oder sonstige Sachen. Da blitzt etwas. Yay! Eine silberne Schildkröte. Silbernes Lama, silberne Schildkröte. Ich will ja den goldenen Götzen haben. Der würde mich jetzt zufriedenstellen, aber ich denke, wir kommen da den Sachen noch auf die Spur. Was höre ich? Klingt wie ein Fluss. Sowas sieht man nicht jeden Tag. Mein Gott. Alter! Wie geht das denn? Wie zur Hölle kommt hier ein riesengroßes U-Boot mitten in einen Dschungel, auf einen Wasserfall? Ach du Scheiße. Das will ich mir näher ansehen. Folgt mir, Kinder. Schau sich einer das an. Ist wohl bei Hochwasser gekommen und dann stecken geblieben. Schauen wir es uns an, hm? Na, ich weiß nicht recht. Mir ist bei der Sache irgendwie unwohl. Unwohl? Sag bloß, du hast noch nie ein deutsches U-Boot mitten im Dschungel gefunden. Ach, jetzt mal im Ernst, Nate. Weißt du was? Du bleibst hier. Ich sehe mich mal um und gebe dir Bescheid, wenn ich auf die Crew treffe. Ja, genau. Mach das. Oh, warte mal. Das bewahrst du lieber auf. Okay. Ich glaube, das könnte echt anstrengend werden. Oh, Scheiße. Ein überraschender Fund. Kapitel 3. Komm bestimmt hier lang. Dahin. Upsa. Hier kann ich mich nicht festhalten. An dem Riss da auch nicht. Okay. Dann gucke ich mal, ob ich da irgendwo hinten reinkomme. Kann man nicht irgendwie schneller schwimmen? Paddel, 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 paddel. Oh, was haben wir denn da? Scheint, als müsstest du über die Klippen klettern, um ins U-Boot zu kommen. Da
Das sieht er von da hinten, der Assi. Anstatt, dass er mir mal helfen kommt. So ein bisschen schwingen. Ich hoffe, das Ding hält mich aus. Hüpf! Oh, gerade so. Und hoch. So, und jetzt? Ah, da hinten. Oh, hört ihr diese kleinen Tierchen? Und... Oh. Ich denke immer, der schafft das nicht. Alter. Ja, hüpf. Und nochmal. Sehr schön. Da kommen wir der Sache doch näher, hoffe ich. So, jetzt klettern wir in die Sonne. Erstmal an die Liane schwingen. So, da können wir aber hochklettern. Ach, da liegt was. Ein Schnatz. Goldener Tyrona-Anhänger. Hm? Auch nicht verkehrt. Wie komme ich jetzt wieder an die... Vielleicht kann ich auch hier lang klettern. Oh Mann, was eine Felswand. Hey, pass da oben auf. Da ja. Geht tief runter. Das sehe ich auch. Danke, Sally. Du bist immer so gut zu mir. Alter, schaut euch das an. Wie geil. Dafür, dass es ein PlayStation 3-Spiel ist, sieht es richtig gut aus noch, oder? Oh, ich liebe diese Spielereihe. So, was haben wir denn da? Es geht immer noch weiter. Und nun? Huh. Steinige Kante. Und jetzt darüber. Alter Schwede. Du machst mich fertig, Nathan. Nathan! Oh! Aber das sieht nach dem richtigen Weg aus. Du dich wohl direkt ins U-Boot fallen lassen. Mein Gott. So, guck mal, den ganzen Weg bin ich jetzt geklettert. Oh. Schaut euch dieses geile U-Boot an. Richtig gut. Aber bevor wir da herausfinden, was sich im Inneren dieses deutschen U-Bootes befindet, werde ich mal einen kleinen Cut machen und dann dürft ihr euch in der nächsten Folge voller Spannung vor den Rechner setzen oder vor euer Handy oder vor was auch immer ihr meine YouTube-Videos schaut und dann dürft ihr reinschauen und genauso mitfiebern, wie ich mitfiebere. Lasst einen Daumen, ein Abo und einen Kommentar da. Das supportet mich immer richtig gut und erhöht meine Reichweite auf YouTube. Und da bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Stay Pam, ciao. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben für mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.